Walter Höhler vom Alten Kino da in Rankweil. Morgen Abend ist das Konzert von Sting da auf dem Marktplatz. Wie laufen aktuell noch die Vorbereitungen? Sind noch viel zum Tour? Ja, es ist noch relativ viel zu tun. Ich meine, man sieht jetzt schon, es ist relativ viel fertig, ich sage mal 90%. Aber wie das ja auch ist beim Häuselbauen, die letzten 10% sind immer das Mühsamste. Man fällt dort ein bisschen was und dort was und da und noch so. Die Kleinigkeiten sind immer sehr mühsam bis zum Schluss. Ich habe ja das Ding dazu gebracht, dass nach Rankweil kommt. War das ein Riesenaufwand und schwierig, so ein Wälster nach Rankweil zum Locker? Ja, das ist ein sehr großer Aufwand und auch nicht so einfach zu bekommen. Man muss da viele Monate hart dran arbeiten, dass man da noch mit dem finanziellen Rahmen und alles über die Bühne bringt. Und diesmal war es wirklich ganz, ganz schwierig. Man hat von Dezember bis im Mai eigentlich gekämpft, damit wir wieder für unser 30-jähriges Jubiläum ein ordentliches Konzert auf die Füße stellen können mit dem Sting. Hatten so ein Weltstar auch besondere Ansprüche, sagen wir jetzt mal? Ja, das kann man ganz laut sagen, dass der viele Ansprüche hat. Er geht eh noch, muss man sagen. Es gibt immer so Listen, die To-Do-Liste oder The Rider, wie man es so schön sagt, in dem Kreise. Und sind schon die schwarzen apropos die schwarzen Handtücher beziehungsweise auch die schwarzen Tischtücher, die was man eigentlich in ganz Vorarlberg nicht bekommt, sind so Kleinigkeiten, aber sonst ist eigentlich alles im Rahmen. Du hast es gerade angesprochen, es ist ein 30-jähriges Jubiläum. Was bieten dir denn noch rund um das Sting-Konzert am Mittwochabend da? Also Mittwochabend gibt es noch einen Support noch vom seinen Sohn in Joe Summer. Und ansonsten das 30-jährige Jubiläum haben wir eigentlich schon im ganzen Jahr, wo wir im Sommer vieles angeboten haben. Und jetzt haben wir nachher noch einen heißen Herbst. Nächste Woche ist noch ein Maria Neuschmidt schon und dann geht es sukzessive weiter. Gute Konzerte, Blueskonzerte etc. etc. Höhepunkt ist aber heute das Konzert. Wie zufrieden sind wir denn bisher mit der Rückfrage? Ist alles voll oder gibt es noch Karten für Kurzentschlossene? Es gibt noch Restkarten. Wir sind der Meinung, dass nur einige Leute das Wetter abwarten. Es schaut heute gut aus und wir erwarten, dass eigentlich das voll wird.